Capcom. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu meinem Let's Play Again von Magical Quest 3 Starring Mickey and Donald. Wie ich natürlich schon bei Mortal Kombat schon angekündigt habe, am Ende, ist es natürlich mein Let's Play Again von Magical Quest 3 Starring Mickey und Donald. Und allzu viel brauche ich jetzt wirklich hier nicht mehr zu sagen, außer nur, dass ich das Spiel euch schon einmal gezeigt habe, nämlich mit Mickey Maus. Und bei meinem ersten Let's Play Durchlauf von Magical Quest 3 Starring Mickey und Donald habe ich euch ja schon angekündigt gehabt am Ende, dass ich das nochmal Let's Playen werde mit Donald, und das werde ich euch jetzt auch zeigen. Ja, ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu sagen, außer nur, dass es wieder ein sehr schönes Game Boy Advance Spiel ist und auch ein schönes Fantasy und auch gleichzeitig ein schönes Jump'n'Run Spiel ist. Und bei mir regnet es gerade in Strömen und es ist dunkel und es gewittert bei mir, also passt irgendwie. Jawohl, ansonsten werde ich euch jetzt bis Level 4 euch alles zeigen. Und ja, beginnen wir mal das Abenteuer direkt. Tick, Trick und Track haben Onkel Donald einen Streich gespielt. Sie verstecken sich im Keller, bis er sich wieder beruhigt hat. Im Keller finden sie ein wundersames Buch. Als sie es öffnen, hören sie eine gruselige Stimme. Ich habe die Märchenwelt erobert. Auf in die Außenwelt. Ihr seid mir in die Falle gegangen. Ihr seid meine ersten Opfer. Und da kommt eine Hand. Oder erscheint eine Hand. Tick, Trick, Track, wo sind sie? Track, ich bin nicht mehr böse. Kommt bitte raus. Anscheinend sind sie nicht hier. Lass uns woanders suchen. Und da erscheint Pluto. Was ist Pluto? Hast du ein Buch gefunden? Donald, sieh dir das an. Das sind Tick, Trick und Track. Hey, was ist das? Wer bist du? Ich bin die Wächterin des Märchenlandes. Aha. Dann hast du die Kinder also im Buch eingeschossen. Das war ich nicht. Der böse König Carlo hat sie ins Märchenland gelockt. Was? Wer ist König Carlo? König Carlo ist der gemeine König des Märchenlandes. Wie konnte so einer König werden? Das ist eine sehr berechtigte Frage, Donald. Du bist doch die Wächterin. Ja, die bin ich, aber dieses Buch wurde seit langem nicht gelesen, als ich schlief. Muss König Carlo das Märchenland erobert haben. Ich habe deinen drei Neffen geholfen, doch er wird sie suchen. Bitte hilf uns. Besiege König Carlo für deine Neffen und für uns. Das werden wir tun. Wenn du König Carlo schwächen kannst, können deine Neffen zurück in die Außenwelt. Und das ist unser Ziel. Aber wie kommen wir ins Märchenland? Mit meiner Magie kann ich euch beide dorthin bringen. Na dann los, wir müssen die Kinder retten. Ja, Donald. Meine Fresse, sei doch nicht so ungeduldig. Du bist genauso ungeduldig wie David.
Dein Wunsch ist mir Befehl. Auf geht's ins Märchenland. Der ist auch so ungeduldig, der Feuerfaust Sabo. Er könnte Donald Duck wirklich widerspiegeln. Und natürlich mit Donald Duck, weil ich bin sehr neugierig, wie die Kostüme von Donald jetzt sind. Und wie gesagt, ich nehme halt jetzt bis zum Schiff auf und dann reicht das erstmal. Level 1, Dorfes. Suche in den magischen Kisten nützliche Dinge. Ja, ich weiß, welche die gute Fee jetzt meint. Schade, ich kann nicht nach oben. Die Mickey Mouse Kisten jetzt wegschleudern. Das geht leider nicht. Also, es ist jetzt natürlich nicht mehr so ein mega blind Let's Play wie beim ersten Durchrush. Also, an die groben Bosse zum Beispiel kann ich mich jetzt noch sehr gut erinnern. Die Kisten meint übrigens die Fee. Ansonsten, ja, die Kleinigkeiten kann ich mich jetzt auch nicht mehr so gut erinnern, aber so an die Bosse zum Beispiel kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf dieses Let's Play again. Und ich habe ein Herzchen dazu bekommen. Sehr schön. Und ja, ansonsten hoffe ich, ihr freut euch auch auf dieses Let's Play again. Es wird, wie gesagt, das letzte Mal jetzt sein, dass ich jetzt euch das Spiel nochmal zeige als Donald. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann auch sehr froh, wenn ich euch das Spiel zeigen kann zum zweiten Mal. Und ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich dann. Aua! Böser Maiskolben, komm her! Und die Musik hört sich gut an. Und wir sind schon im nächsten Levelabschnitt. Ah, stimmt ja, stimmt ja. Da war ja was. Okay, bin ich jetzt gestorben? Okay, habe ich jetzt irgendwie nicht richtig realisiert. Achso, ein paar Münzen, ja. Scheiße. Wieder ein paar Münzen, sehr gut. Ah, oh Mann, beschleunigen wir mal hier, wollte ich gerade sagen. Und wieder ein One-Up. Die kann ich hier auch gut gebrauchen. Auf jeden Fall, so doof wie ich mich wieder anstelle, auf jeden Fall. Okay, Herzchen. Und jetzt kommt schon der erste Boss. Das war, glaube ich, der Truthahn, ne? Genau. Ja, jetzt weiß ich ja, wie ich die Bosse hier bekämpfe. Ach nee, das war ja erst der Zwischenboss, genau. Der Hauptboss, der kommt ja noch. Du hast den Truthahn besiegt? Toll! Nehmt diese Rüstung, die ich geschmiedet habe. Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt. Tut mir leid, dein Hintern... Ach, Quatsch, was lese ich da? Tut mir leid, dein Hintern ist zu dick. Wow, das war heftig. Keine Sorge, ich werde sie für dich ändern. Okay, das ist neu, das ist neu. Oh, danke. Oh Gott, wie Donald jetzt guckt. Ich werde Kalo mit Freude bekämpfen. Und wie sieht Donald jetzt aus? Yeah, mit Fass und einem Topf als Helm, ey. Und ein Hammer. Okay, die Anzeige fühlt sich auch hier von alleine. Cool gemacht. Also da haben sich die Entwickler schon was einfallen lassen mit Donut. Finde ich sogar ein bisschen besser als bei Mickey Mouse. Und da ist wieder die Vogelscheuche gewesen. Finde ich erheblich cooler. Irgendwie ein bisschen angenehmer, finde ich, mit Donut. Ja, jetzt kriegen wir aber hier Power-Ups, ey.
Und Münzen bekommen wir auch, Omas. Ach ja, stimmt. Moment mal. Jetzt muss ich. Genau. Das war die L1-Taste bei mir. Nein. Und R1. Ja, okay. Ich muss erstmal hier logischerweise wieder reinkommen. Und ich weiß noch. Ach, ich hätte auch da. Moment. Komme ich hier auch noch raus? Nee. Okay. Genau so. Genau. Ach doch. Dann war das nur bei Mickey Maus, dass ich jetzt, ach ja, stimmt, er hatte eine Rüstung angehabt. Stimmt. Und Donut kann mit dem Fass schwimmen. Das ist gut zu wissen. Dann habe ich ja im späteren Verlauf ja wirklich ein leichtes Spiel, wenn ich im Wasser bin. Weil für die, die mein erstes ja, Let's Play von Magical Quest 3 geguckt haben, die haben ja bestimmt gesehen, dass ich jetzt mit Mickey Maus jetzt nicht so... Hallo? So tolle... wie soll ich sagen? Aua. Dass ich jetzt nicht so großartig... Aua. Na, sag schnell, was wollte ich hier sagen? Dass ich jetzt nicht so tolle Möglichkeiten hatte mit der Rüstung im Wasser. Da bin ich ja sofort gestorben. Und das wollte ich halt vermeiden. Und das ging jetzt nicht. Und bei einem bestimmten Boss im Wasser habe ich jetzt dann auch meine Vorteile mit Donut. Genau, ihn muss ich jetzt natürlich im richtigen Augenblick treffen. Genau so. Ja, noch habe ich das Ganze noch ein bisschen gut im Kopf. Aua, aber nicht so. Kann ich mich... Oh Gott. Okay. Okay, das fängt schon mal sehr gut an. Auf jeden Fall. Aua, scheiße. Na, ich mach das mal lieber wieder. Aua. Okay, die Hauptbosse, die sind immer noch so beschissen wie damals. Ernsthaft. Leck mich doch. Tja, dann muss ich halt warten, bis er das macht. So, jetzt sind die Krähen weg, glaube ich. Genau, und der Kürbis. Und jetzt darf ich gegen ihn höchstpersönlich kämpfen. Ja, ich warte mal lieber. Mit kraftvollerem Schwung tut es, glaube ich, ein bisschen mehr weh. Ja, ich warte. So. Aua. Natürlich tut das weh. Oh Gott. Ich will jetzt nicht noch ein Leben verlieren. Das wäre scheiße. Okay, er hat sich schon mal verändert. Farblich. Und besiegt ist er. Super. Level 1, okay.